El Condor, die letzte Etappe der Rallye Argentinien. Werden wir direkt mit anfangen und durchstarten. 6,3 Kilometer, also eine der etwas längeren Herausforderungen. Und ja, außerdem fangen wir hier auch wieder in diesen felsigen Umgebungen an. Und die Strecke sah auch sehr, sehr verwinkelt aus auf der Übersicht. Ich drücke direkt hier auf Start. Und los geht's. Schauen wir mal, wo uns unser Citroën DS3 vom ADAC Team Weser Ems hinbringen wird. Karosserie leicht beschädigt. Gut, also wenn eine weitere Haarnadelkurve kommt hier, schön weit hier die Strecke, müssen uns hier nicht irgendwie einbremsen, damit wir die Kurven erwischen, haben hier einen großzügigen Platz momentan noch, hinterher in den Wäldern wird sich das natürlich wieder ändern, dort wird es enger werden. Verschiedene Belege hier müssen wir auch nicht fürchten. Trotzdem sind die Etappen vom Schwierigkeitsgrad eher weiter oben angesiedelt. Schwierige Kombinationen technisch gesehen. Vor allem auch viele Spurrillen und unebene Fahrbahnen, so wie hier. Da muss man schon gucken, wo man den Wagen platziert. Das kann nicht jeder gut, deswegen hier also etwas schwieriger. Sollte natürlich immer versuchen, durch die Senken zu fahren und den Wagen nicht über irgendwelche Kanten zu manövrieren. Muss die Linie also ein bisschen den Untergrund anpassen. Hier ein schneller Abschnitt, wo ich doch manchmal nicht ganz auf dem Gas bleibe, bin ich doch lieber ein bisschen vorsichtiger. Ist vielleicht auch gar nicht verkehrt. Hier leicht untersteuern, konnten den Wagen noch umziehen, sag ich einfach mal, wieder auf die Strecke zurückholen. Traktion fehlt hier etwas. Haben aber doch einen guten Vorsprung. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wo wir denn als nächstes hinkommen. Nach dieser Etappe hier werden wir ja mit Argentinien fertig sein. Das Ding haben wir schon so gut wie in der Tasche, haben wir wirklich bei den letzten beiden Parts ganze Arbeit geleistet und haben hier einen komfortablen Vorsprung herausgefahren. Abzweigung rechts hier sehr spät gesehen von mir. Jetzt haben wir auch noch was kaputt gemacht am Auto, aber es ist nicht schlimm. Müssen damit nur noch ins Ziel kommen. Servicepark-Zeiten müssen wir nicht mehr. Müssen wir uns nicht mehr den Kopf drüber machen. Oh, 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 hier Wagen abgehoben zweimal. Wasser, Wasser, Bremse, Bremse und jetzt in den Wald. Enge Abschnitte hier wieder. Streckenbreite nimmt ab. Kommen hier ganz gut klar. Wir müssen nur gucken, wir müssen uns konzentrieren, dass wir auf der Strecke bleiben. Deswegen sage ich auch nicht immer so viel oft bei WRC4. Versuche es natürlich. Das war auch gut. Oh, hier, oh ja, hier ist auch sehr gewölbt wieder. Das war das, was ich meinte am Anfang. Mit den unebenen Fahrbahnen belag. Sagt es ja auch nicht mal.
8 Sekunden Vorsprung absolut in Ordnung. Über den Kamm. Ja, auch gut. Letzter Sektor. Ich muss erstmal gucken, wo ich überhaupt lang fahren muss. Noch einmal über die Brücke. Ah, okay, jetzt kommt also nochmal ein sehr schneller letzter Sektor, den kenne ich noch. Von den vorangegangenen Etappen. Hier runter über die Brücke. Und dann Vollgas bis ins Ziel. Auto wird hier immer sehr instabil. Und Ziel. Und das war also die dritte Rallye von insgesamt 6 in der WRC3 Weltmeisterschaft in WRC4. Danach werden wir in die WRC2 Klasse wechseln, nehme ich mal an. Und werden jetzt also auch in diesem Part nochmal die ersten Etappen der nächsten Rallye sehen. Kann allerdings gar nicht so genau sagen, welche das sein wird. Hier jetzt nochmal die Punkte, die wir bekommen haben. 25 für die erfolgreiche Rallye. Insgesamt haben wir jetzt also 75 nach 3 gewonnenen Rallyes. Und ja, insgesamt werden wir 150 Punkte sammeln können, wenn wir alle Rallyes gewinnen werden. Hier nochmal die Punkte, die wir bekommen, die Hochpunkte. Haben jetzt also 50.500 insgesamt und 10.000 dazu bekommen. Und unser Ruf steigt und das wird uns dann im Laufe der Karriere neue Verträge einbringen. Wir werden dann natürlich in größeren Teams starten können, neue Autos bekommen und das wird mit unserem Ruf zusammenhängen. Ja, schön. Hier einmal die Siegerehrung. Dieser blaue war auf Platz 2 und ja, auf dem dritten Platz ist, glaube ich, sogar unser Teamkollege. Ja, Christian Riedemann, unser Teamkollege, also sehr erfolgreich. Auf dem dritten Platz. Ja, das ist doch schön. Also unser Team wird auch sehr erfreut sein, denke ich. Für das wir hier fahren, Team ADAC Weser-Ems. Habe ich natürlich genommen, weil das natürlich nahe liegt. Ein lokales Team hier aus Deutschland. Das ist auch schön, dass das dabei ist, finde ich. Dass sie das wirklich mit reingenommen haben. Ja, jetzt sehen wir hier die News. Argentinische Träume. HD beweist sein fahrerisches Können in der WRC3 und triumphiert erneut. Chardonnay, das ist der Hauptkonkurrent gewesen, sagt, wenn man die ganze Probleme mit einrechnet, dann hatte er am Ende gar keinen allzu großen Vorsprung. Ja, das hätte ich dann auch gesagt. Das haben wir über eine Minute gehabt. Ja, der Manager hat enthüllt, vom Tag unserer Ankunft an wusste ich, dass Gamecore hier gewinnen würde. Okay, News haben wir gelesen und weiter geht's. Spiel speichert jetzt hier nochmal. Ja, bevor wir da weitermachen, gucken wir nochmal unsere E-Mails an, ob wir da was Neues bekommen haben. Teamchef lobt uns fürs Ergebnis. Nächstes Rennziel. Vierter Platz. Unsere Managerin hat uns hier auch nochmal gratuliert. Konkurrent für die nächste Rallye. Campedelli wird also unser nächster Konkurrent werden. Wenn wir vor ihm ins Ziel kommen, wird sich unser Ruf verbessern. Und von dem Beifahrer haben wir keine neuen E-Mails bekommen. Ja, und somit müssen wir uns hier auch nicht weiter aufhalten. Neuigkeiten haben wir schon gelesen. Rallye-Kalender.
Rallye Italien ist das nächste und die wird auch sehr, sehr schwierig werden, denke ich. Wir sehen hier 4 von 5 Punkten, also es wird eine schwierige Rallye werden. Simone Capelli wird unser Hauptkonkurrent. Ja, und wir werden da direkt mal die erste Etappe in Angriff nehmen. Wenn das Spiel uns lässt. Brauchen natürlich so ein paar Minuten zum Laden, die Konsole, das Spiel. Hier die Weltübersichtskarte. Dort ist Italien, das ist nämlich in Sardinien. Eine Insel, die bei Italien liegt. Und wir gucken uns nochmal die Infos an. Ja, viele verschiedene Untergründe werden uns hier also erwarten. Teilweise bis zu 3 Stück. 6 Etappen und die erste davon werden wir uns direkt angucken. Auch hier Chardonnay wird uns weiter verfolgen über die Saison. Castelsardo, die Etappe 3,2 Kilometer, also nicht sonderlich lang. Wir werden hier 25% trockenen Schotter, 42% steinigen Schotter und 33% sandigen Schotter sehen. Also sehr, sehr unterschiedliche Schotterarten hier. Wird also eine schotterige Rallye, wenn man es so sagen kann. Und ich kann mich noch daran erinnern, im Vorgänger WRC3 war doch Rallye Italien noch eine der schwierigsten Rallyes. Gucken, ob es hier auch so sein wird. In Fahrerisch war es Italien sehr, macht sehr die schwierig und Weltmeisterschaft die halt Gegner auf waren auch immer Sardinien. sehr schnell hier. Wer hier die staubigen und felsgesäumten Pisten mit den extrem gefährlichen Steinwällen unterschätzt, wird das Rennen definitiv vorzeitig beenden. Ja, auch der Streckensprecher hat das so realisiert und wir sehen hier im Hintergrund schön die Berge. Starten direkt mal hier in den Morgenstunden in Italien. Genitalien. Genitalien, habe ich jetzt Genitalien gesagt? Naja, auf jeden Fall fahren wir jetzt los. Ah, schön hier der Ausblick. Nein, Leitplanke. Wir müssen hier schon sehr aufpassen, dass wir uns nicht überschlagen in den ersten 300 Metern. Ja, danach würde also auch noch Rallye Großbritannien kommen und Rallye Australien. Sehr schön, ich freue mich schon auf Australien. Noch nicht viel gesehen von bisher. Sehr neu dazugekommen. Aber jetzt erstmal hier Rallye Italien. Wir sehen hier schon ganz viele verschiedene Schotterarten, die sich alle ein bisschen anders verhalten. Da muss man echt genau wissen und erstmal herausfinden, wie man wo reagieren soll oder agieren. Mirko, hier wohnen Fans dort mit finnischen Flaggen. Jawohl. 7 Sekunden Vorsprung, das ist gut. Hier schön breit, alles. Kann man mit Speed rübergehen. Gut. Ah, jetzt hier also sandiger Schotter oder versandeter grober Schotter. Das sind echt schöne Sachen hier. Macht echt Spaß, sich darauf einzustellen. Eine kleine Herausforderung natürlich, aber es macht echt Laune, sich das hier so reinzuziehen, sage ich mal. Naja, das war jetzt ein bisschen blöd formuliert, sich das hier so reinzuziehen. Also das hier einfach zu fahren, das ist echt cool. Schön
schöne Rallye bisher. Das ist erst die erste Etappe, aber gefällt mir schon sehr gut. Übrigens auch eine in der Demo, in der offiziellen WRC4 Demo wird auch Italien gefahren. Alle, die mal einen Blick aufs Spiel werfen wollen, im Store gibt es eine Demo dazu, wo ihr eine ganze Etappe fahren könnt. So. Öffnet sich 6, lang, Vorsicht, links 2, dann rechts 3 und 80 in links 2. Ab hier zum Steinbruch. Rechts 5, geschafft. Das sieht auch cool aus, das gab es auch schon im Vorgänger und hier ist auch schon das Ziel. Und für diesen Part soll es das gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.